er jo haft en situation, hvor vores kunder... Wir waren in der Situation, dass uns die Landwirte immer mehr Getreide verkauft haben, sodass wir einen großen Schritt für unsere Getreidelager und Trockneranlage wagten. Wir haben einen Bauantrag gestellt für ein großes Kornlager, das wir jederzeit um zwei weitere Silos erweitern können. Das war auch der Hauptgrund, warum wir uns für einen so großen Trockner mit einer Kapazität von 130 bis 150 Tonnen pro Stunde entschieden haben. An den langen Tagen der Ernte konnten wir sehen, was der Trockner leistet. So sind wir sehr zufrieden mit der Leistung und Funktionalität. Wir denken, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, da alle unsere Erwartungen erfüllt wurden. Wir bekamen einen Trockner mit einer Leistung zwischen 100 und 110 Tonnen pro Stunde, doch er trocknete sogar 150 Tonnen die Stunde bei 4% Feuchtigkeit. Ja, warum wählten wir Dancon? Wir haben uns für Dancon entschieden, da wir bereits eine industrielle Anlage in Barstrup mit 4 Dancon-Silos haben. Jedes Silo fast 4000 Tonnen. Die Installation und Zusammenarbeit war sehr gut. Wir haben beide Male versucht, den Gesamtpreis zu verhandeln. Am Ende waren wir uns einig, wie man sehen kann. Unser Ansprechpartner Michael Thompson versteht es, auf unsere Bedürfnisse einzugehen und ein fertiges Produkt mit hoher Funktionalität zu liefern. Wir haben Zeit mit dem Bedienfeld verbracht und entwickelten zusammen die Dancon-Plattform, sodass unser bestehendes Bedienfeld mit der Endbenutzerplattform synchronisiert wurde. Sie halfen uns bei den Zeichnungen, Kalkulationen, Kommunen und so weiter. Zur gleichen Zeit hatten wir noch einen externen Ingenieur, sodass alles unter doppelter Kontrolle war. Meine Erfahrung ist es, wenn Sie Dancon kontaktieren, dass Sie dort ernst genommen werden und ein Service-Mitarbeiter mit dem Auftrag verbunden ist. Ich denke, das ist alles sehr positiv. Vor allem bin ich überrascht über den großen Einsatz, wenn es darum geht, Probleme zu lösen. Ja, es funktioniert. Die Kapazitäten sind vorhanden. Das ist immer eines der Dinge, die Sie bedenken sollten, wenn Sie eine neue Anlage kaufen möchten.